50 Dinge, die du vielleicht nicht über Kaffee wusstest. In 3, 2, 1, los geht's. Kaffee ist eine Frucht und stammt von einer Kirsche. Diese wächst rund um den Äquator und hat pro Kirsche jeweils 2 Bohnen drin. Auf der Farm haben das jeweilige Terrain, Klima, Anbauhöhe oder die Nachbarspflanzen, ganz ähnlich wie das bei Wein der Fall ist, Einfluss auf den Geschmack von Kaffee, die Süße, die Säure und so weiter. In unterschiedlichen Ländern wachsen jeweils unterschiedliche Varietäten und somit auch unterschiedliche Geschmäcker. China ist eigentlich ein Teeland, doch in den letzten 14 Jahren ist dort der Kaffeekonsum um 1000% gewachsen. Allein im Jahr 2017 hat Starbucks in China alle 15 Minuten einen Standort eröffnet. Um die Kaffeebohne von der Fruchtfleischhülle zu trennen, gibt es verschiedene Aufbereitungsarten. Zum einen die gewaschene und die trockene Aufbereitung. Das kommt auf die Farm und vor allem auf das Klima an und die Art und Weise, wie der Kaffee von seinem Fruchtfleisch getrennt wird, also die Aufbereitung, steuert den Geschmack in der Tasse maßgeblich. Wird der Kaffee auf der Farm halb entpulpt und zusammen mit dem Teil von seinem Fruchtfleisch getrocknet, so nennt man das Honey Process, also Honigaufbereitung, und das verleiht dem Kaffee einen süßlichen Geschmack mit einem ziemlich vollen Körper. Es gibt verschiedene Aufbereitungsmethoden, mit denen heute experimentiert wird. Unter anderem wird Kaffee in luftdicht verschlossenen Behälter gesperrt zum Vergären, das nennt man die anaerobe Aufbereitung. Das kommt aus der Weinindustrie und das schmeckt dann so nach tropischen Früchten, vielleicht nach Zimt. Und aktuell wird so in der Kaffeebranche geschaut, was man aus der Weinverarbeitung lernen und in Kaffee anwenden kann. Sogar die Astronauten auf der ISS können nicht ohne Kaffee leben. Dazu wurde ein eigens konstruierter Kaffeebecher entwickelt, der sogenannte Zero Gravity Coffee Cup. Dieser wird 3D gedruckt und kann für rund 500 US-Dollar gekauft werden. Auf der Raumstation ISS wird nicht nur Kaffee getrunken, sondern auch gebrüht, nämlich mit der ISS Espresso-Maschine. Diese wurde eigens für die Nutzung und nur für die Nutzung im Weltall entwickelt und stammt aus Turin. Kaffee kommt ursprünglich aus der Region um Sudan und Äthiopien und Legenden besagen, dass es dort Farmer gab, die Ziegen gehalten haben. Diese haben Früchte von einem Strauch gegessen und konnten aufgrund vom Koffeingehalt nachts nicht mehr schlafen. Bei der Wahl der Varietät, welcher der Farmer pflanzt, achtet er unter anderem auf den Geschmack, aber vor allem auch auf die Ertragsausbeute, welche er pro Hektar erzielen kann. Wegen dem Klimawandel wird es in vielen Regionen immer heißer. Das führt dazu, dass der Farmer eigentlich in höhere Höhenlagen ausweichen müsste mit seiner Farm. Natürlich geht das fast nie und das führt dazu, dass er eigentlich gar nicht mehr ertragsreich Arabica-Kaffee anbauen kann. Sprich, in Zukunft wird es immer wichtiger sein, dass wir robuster Kaffee dort anbauen, wo wir heute Arabicas anbauen, weil er robuster in tieferen Lagen, in wärmerem Klima einfach viel besser wächst. Damit bei uns eine Tasse Kaffee getrunken werden kann, werden auf der Farm im Ursprungsland bis zu 100 Liter Schmutzwasser produziert bei der gewaschenen Aufbereitung. Dieses Wasser ist echt super schmutzig, ist wie eine Art Sirup und nachhaltige Kaffeefarmer, die filtern dieses Wasser und verwenden es wieder, aber punkto Nachhaltigkeit gewinnt echt die trockene Aufbereitung. Viele kleine Kaffeefarmer, mit denen auch wir zusammenarbeiten, die produzieren weit über dem Standard, welcher von der Bio-Verordnung gefordert wird. Aber allein das EU-Bio-Label kostet hierzulande jährlich rund 3000 Euro Lizenzgebühren. Hinzu kommt, dass sie für jede Region, in welche sie ihren Kaffee verkaufen wollen, eine neue Lizenzierung, ein neues Label benötigen und somit nochmals mehr Gebühren bezahlen müssen. Das können sich viele kleine Farmer gar nicht leisten und hinzu kommt, dass der Kaffee bei uns im Regal nur Bio genannt werden darf, wenn auch die Rösterei, die ihn röstet, sich selber biozertifizieren lässt. Ein durchschnittlicher Kaffeepflücker auf einer Kaffeefarm pflückt je nach Region und Land rund 60 Kilogramm Kirschen am Tag. Das bedeutet dann bei uns in der Rösterei für ein Röstbatch von 12 Kilo Kaffee
ein ganzer Tag Arbeit auf der Farm. Kaffee ist das zweitgrößte Commodity-Handelsgut der Welt, direkt hinter Öl, und nebst Wasser das zweitbeliebteste Getränk weltweit. Brasilien produziert mit 2,6 Millionen Tonnen pro Jahr am meisten Rohkaffee weltweit. Das hat mehrere Gründe. Zum einen das Klima. Brasilien liegt perfekt entlang vom Äquator, hat ziemlich ebene Felder und einen super guten Boden für die Produktion von Top-Kaffee. Es gibt verschiedene Sorten von Kaffee. Die wichtigsten sind Arabica und Robusta, welche kommerziell bei uns angebaut werden, und Liberica und Excelsa, welche eigentlich fast keine Anwendung in der Industrie haben. Arabica ist geschmacklich meist komplexer, hat mehr Säure und oftmals ziemlich viel Süße, aber der Anbau erfordert auch viel mehr Zeit, ein stabileres Klima und eine höhere Höhenlage von der Farm. Robusta ist satt, vollmundig und kräftig und wird oft mit italienischem Kaffee gleichgesetzt. Die Art selber hat mehr Koffein, was die Pflanze selbst vor Schädlingen schützt und sie so robuster macht. Der Grünkaffee selbst, der hat schon ein riesiges Geschmackspotenzial, wenn er hochwertig ist. Und beispielsweise unser Kaffee aus Äthiopien, der schmeckt schon im Inliner-Bag, im Jutesack drin, super süß und fruchtig. Beim Rösten können wir das dann betonen und herausholen und den Zucker vom Grünkaffee nehmen, um den zu karamellisieren. Kopi Luwak ist eine Bezeichnung für eine spezielle Art von Kaffee. In Indonesien sammeln Schleichkatzen reife Kaffeekirschen, essen diese, verdauen den Kaffee, scheiden diesen wieder aus. Und der ausgeschiedene, halbverdaute Kaffee, der wird gesammelt, gewaschen, anschließend geröstet und dann ziemlich hochpreisig verkauft. Heutzutage wird daraus aber ein Riesengeschäft gemacht. Die Schleichkatzen werden in Käfigen gehalten und mit Kaffeekirschen gemästet. Ganz einfach, damit man den Kaffee nachher als Kopi Luwak verkaufen kann und so den Verkaufspreis hochtreibt. Und wir persönlich halten deshalb nicht mehr viel von Kopi Luwak Kaffee. Der Robusta heißt im Fachjargon Coffea Canephora und der Arabica Coffea Arabica. Beide Arten haben unzählige Unterarten, die sogenannten Varietäten. Heute werden immer noch verschiedene neue Varietäten in Urwäldern und so weiter entdeckt und das Potenzial für die Landwirtschaft weltweit in Labors erforscht. Grünkaffee ist geschmacklich etwas sehr, sehr Komplexes. Vergleichen wir diesen mit Wein, hat Wein irgendwo um 400 Aromakomponenten, die man nachweisen kann, und bei Kaffee sind es über 1000, wobei die Zahl laufend am Wachsen ist. Die Aromen oder Cupping Notes, welche wir auf Kaffeeverpackungen angeben, zum Beispiel Honig, Schokolade oder Haselnüsse, das sind nicht etwa Zusätze, die wir beifügen beim Rösten oder so, sondern das ist der Rohkaffee, der schon diese Geschmackskomponenten enthält. Vorausgesetzt, er wurde sauber geerntet, aufbereitet, dann transportiert, geröstet, gebrüht und so weiter, damit man dieses Geschmackspotenzial auch wirklich bis in die Tasse bekommt. Es dauert bis zu 3 Jahre, bis aus einem Kaffeesamen ein Baum oder Kaffeestrauch gewachsen ist, welcher auch Früchte trägt, welcher zu verkaufbarem Kaffee weiterverarbeitet werden kann. Das ist eine extrem lange Zeit und ein super harter Einstieg für jemanden, der sich in Kaffee als Rohkaffeeproduzent selbstständig machen will, weshalb eigentlich der Einstieg fast schon unmöglich ist. Die braune Färbung beim Kaffeerösten, die entsteht durch das Karamellisieren des vorhandenen Zuckers in dem Rohkaffee, in der Rohkaffeebohne. Meist ist es so, je reifer die Frucht, desto mehr Zucker hat es darin, desto mehr können wir diese beim Rösten karamellisieren. Beim Rösten wird ein Kaffee erst löslich gemacht und es wird auch gleichzeitig entschieden, was wir mit dem Kaffee machen wollen. Eine helle Röstung, daraus wird ein süßer, teeähnlicher Filterkaffee. So eine mittlere Röstung, das kann ein süßer, mittelkräftiger Cappuccino werden. Oder eine dunkle Röstung, das ist dann ein satter, vollmundiger, schokoladiger Espresso. Oft wird der Börsenkaffee super dunkel geröstet, damit man die schlechte Rohkaffeequalität so ein bisschen kaschieren kann. Das sind dann Bohnen, die super ölig sind. Und geschmacklich ist das so irgendwie schokoladig, aber aschig und vor allem bitter.
aber hat mit dem eigentlichen Kaffeegeschmack von der hochwertigen Grünkaffeebohne, welche vollmundig, süß und spannend sein kann, nicht mehr viel zu tun. Je nach Rohkaffee kommt es bei ungefähr 190-200 Grad zum sogenannten First Crack. Das ist ein super wichtiger Punkt beim Kaffeerösten und das ist dort, wo aus der Kaffeebohne das Wasser nicht mehr schnell genug entweichen kann. Sie platzt auf und wir hören das an einem Knacken, ähnlich wie beim Popcorn, und das lässt wirklich die Bohne um, sagen wir, 50% größer werden. Ganz, ganz grob und einfach gesagt können wir das Kaffeerösten in zwei Phasen unterteilen. Die Phase vor dem First Crack, das ist die sogenannte Maya-Phase. Dort wird der Zucker umgewandelt und die Aromen gebildet. Und dann die Phase nach dem First Crack. Das ist die Entwicklungszeit, die Development-Zeit. Und dort steuern wir, was für eine Art, also Espresso oder Filterkaffee, wir aus dem Kaffee zubereiten möchten. Es gibt auch den zweiten Crack. Das ist nach der Entwicklungszeit und nicht alle Kaffees, die wir rösten, rösten wir bis zum zweiten Crack. Die Öle im Kaffee, die werden nach außen gedrückt und das lässt den Kaffee so ein bisschen knistern und außen verbrennen dann diese Öle. Das macht den Kaffee glänzig, aber er schmeckt dann auch ziemlich röstig, aschig, bitter und verbrannt. In der Kaffee-Marketing-Welt gibt es bei vielen Röstereien den Begriff der schonenden Langzeitröstung. Und man versucht sich dort so ein bisschen gegenüber der industriellen Röstung zu differenzieren. Eine lange Röstung ist aber noch lange kein Qualitätsmerkmal. Und je nach Rohkaffee, je nach Zubereitungsmethode ist eine andere Röstzeit wichtig oder richtig für den Geschmack. Filterkaffees haben bei uns zum Beispiel 8 Minuten im Röster, wobei unsere Starkstrommischung ziemlich dunkel geröstet ist und die kann 16 Minuten im Röster verweilen. Kaffeerösten erfordert einiges an Erfahrung, Know-how und vor allem sensorischem Geschick, um für eine neue Rohkaffeebohne das passende und perfekte Röstprofil zu finden. Hat man aber dann das Röstprofil gefunden und ist happy mit dem Resultat, geht es eigentlich beim Rösten nur noch darum, Batch für Batch genau immer das gleiche Resultat in die Tasse oder in die Röstkaffeepackung zu bringen. Zu Zeiten unserer Urgroßeltern war das Kaffeerösten etwas, was man in jedem Haushalt selber gemacht hat. Man hat sich also den Rohkaffee gekauft und hatte zu Hause eine spezielle Röstpfanne und hat eigentlich immer frisch geröstet. Natürlich war nicht jeder ein begnadeter Röstmeister zu Hause, aber der Aspekt der Frische im Röstkaffee ist etwas, was die Tassenqualität deutlich steigern kann im Vergleich zum Supermarktkaffee. Wir haben für Muster einen kleinen Probenröster, bei dem wir 50 Gramm Kaffee auf einmal rösten können. Bei uns geht es dann darum, verschiedene Kaffees miteinander zu vergleichen, Konstanz im Röstprozess zu haben und zu entscheiden, ob wir einen Kaffee kaufen oder nicht kaufen. Einmal im Jahr ist Erntezeit auf der Farm und da bekommen wir ein Paket mit verschiedenen Kaffeemustern zugeschickt, rösten diese, verkosten sie und können dann eine Entscheidung für die nächste Saison treffen. Super frisch geröstet ist aber nicht immer gleich am besten. Wenn der Kaffee zu frisch ist, dann hat er noch sehr viel CO2 in der Bohne, welches zuerst entweichen muss, also ausgasen muss. Und wenn wir ihn jetzt schon brühen würden, dann wird das dazu führen, dass der Kaffee säuerlich wird und so ein bisschen eine sprudelige Textur bekommt. Kaffee extrahieren wir irgendwo bei 87 bis 98 Grad Celsius, je nach Röstgrad und je nach Zubereitungsmethode. Um die Säure einer helleren Röstung in die Balance zu bringen, empfiehlt es sich, eine höhere Temperatur zu wählen. Und eine dunklere Röstung können wir gut bei einer tieferen Temperatur brühen. Eine gute Extraktion bei der Espresso-Zubereitung dauert irgendwo 25 bis 30 Sekunden. Natürlich kommt es auf die Bohne und den Geschmack drauf an, aber man kann sagen, dauert es zu lange, dann wird der Kaffee super stark und bitter und überextrahiert. Dauert es zu kurz, wird er wässrig, sauer und unterextrahiert. Baristas, die arbeiten mit einer Art wissenschaftlichen Methode oder Vorgehensweise, wobei die Dosierung, die Wassermenge, der Mahlgrad, die Temperatur, der Brühdruck, das sind unsere Variablen
und die Extraktionszeit und der Geschmack in der Tasse, diese beiden Faktoren, das ist unser Feedback von der Tasse. Und wir nutzen jetzt dieses Feedback, um zu entscheiden, an welcher Variable will oder soll ich was ändern. Und es ist dann das Know-how eines guten Baristas zu entscheiden, in welcher Situation er an welcher Variable etwas ändern muss. Oft hat die Kaffeemühle größeren Einfluss auf den Geschmack als die Siebträgermaschine. Und die meisten Fehler, die passieren eigentlich schon entweder bei der Vermahlung, der Portionierung oder der Dosierung bei der Kaffeeportion. Unter Puristen sollte ein Espresso immer umgerührt werden. Zu Beginn der Extraktion läuft der Kaffee ziemlich dicht aus dem Siebträger raus und der legt sich dann am Tassenboden in der ersten Schicht ab. Entlang der Extraktion wird er dann zunehmend wässriger und weniger dicht und legt sich dann so in Layers, in Schichten entlang der Tasse auf. Mit einem kurzen Umrühren oder Schwung in der Tasse kann man so die einzelnen Schichten vermischen und so entfaltet sich das Geschmackspotenzial in der Tasse. Im Verlauf einer Kaffeeextraktion ändert sich nicht nur das Aussehen vom Espresso, sondern auch der Geschmack maßgeblich. Zu Beginn der Extraktion werden als erstes die einfach zu lösenden Teile aus unserem Espresso gelöst. Das sind die Säuren und viel von den Aromakomponenten. Und dann zum Ende hin, wo der Strahl wässrig wird, dort haben wir eigentlich fast nur Bitterstoffe und Koffein, welche wir noch aus dem Kaffee schwemmen können. Die Crema aus dem Espresso stammt von dem CO2 in der Kaffeebohne in Kombination mit dem Brühdruck, weshalb ein alter Kaffee kaum mehr Crema produziert, wobei ein super frisch gerösteter Kaffee eigentlich fast nur aus Crema besteht. Viele neue Baristas haben am Anfang das Problem, dass sie sauer nicht vom bitter unterscheiden können. Und so macht es das Ganze super schwierig zu entscheiden, wann ich was ändern sollte. Dazu eine kleine Übung. Stell einmal einen Espresso perfekt ein auf deine Mühle, auf eine 30 Sekunden Extraktion und teile die Extraktion in drei gleiche Teile. Also die ersten 10 Sekunden in die erste Tasse, die zweiten 10 Sekunden in die zweite Tasse und die letzten 10 Sekunden in die dritte Tasse. Du hast dann drei Tassen vor dir. Und die erste Tasse, die sollte super stark, aber auch super sauer schmecken. Die mittlere wird dann irgendwie ausgewogen sein und die letzte wird wässrig und bitter sein. Du merkst es dann auf der Zunge, auf der Seite findest du Säure und hinten auf der Zunge findest du die Bitterstoffe. Wenn du nicht weißt, was du aus einer neuen Kaffeebohne machen sollst, dann hier ein kleiner Tipp. Je heller die Röstung, desto länger die Extraktionszeit. Hast du also eine helle Bohne, machst du vielleicht einen Filterkaffee, eine French Press oder wenn du Espresso machen willst, gehst du auf eine lange Extraktionszeit und umgekehrt, das gilt natürlich für dunkle Röstgrade. Die Geschmacksnoten auf den Kaffeeverpackungen, die sollen dir Hinweise geben, in welche Richtung es geschmacklich geht. Ein Haselnusskaffee wurde nicht etwa mit Haselnussaroma gepanscht, sondern die Haselnuss, die steckt einerseits schon im Rohkaffee, aber andererseits wurde der Kaffee auch etwas dünkler geröstet. Das heißt, hat Haselnuss und eher bittere Aromen, wobei vielleicht ein Himbeerkaffee eher eine hellere Röstung und einen Säureanteil hat. Und gleichzeitig gibt es auch verschiedene Säuren und eine Zitrone oder ein Apfel haben zwei komplett verschiedene Säuren und das soll eine Art Hinweis sein, was dich bei der Zubereitung vom Kaffee erwartet. Es gibt sogar Barista-Weltmeisterschaften mit verschiedenen Disziplinen wie etwa Latte Art, Sensorik, Rösten oder Barista. Der in der Schweiz verbreitete Kaffee Crème hat seinen Namen nicht etwa vom mitgelieferten abportionierten Kaffeerahm, sondern von der Crema, die auf dem Kaffee ist, welche unter der druckgebrühten Zubereitung entsteht. Schätzungen der SCA zufolge hängen weltweit rund 800 Millionen Menschen von der Kaffeeproduktion ab. Unglaublich, das sind etwa 10% der gesamten Weltbevölkerung. Und zum Schluss, der beste Kaffee ist nicht der von der italienischen Tankstelle, auch nicht der mit einem TDS von so und so viel, sondern ganz einfach der Kaffee, der dir zu Hause am besten schmeckt. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib uns gerne einen Daumen hoch, schreib uns deine Fragen in die Kommentare. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren
Und hier hast du noch zwei weitere passende Videos zum Thema.